Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Wir begrüßen euch an einem wundervollen Plätzchen, magischen Plätzchen. In der Schweiz, in der wunderschönen. Mein Name ist Andrea Maher und ich bin seit 2016 in einem wundervollen Dualseelen-Zwillingsflammen-Seelenpartnerprozess. Und ich bin die Christina und ich bin seit 2017 im Dualseelenprozess und tatsächlich seit letztem Jahr auch Transformationscoach für Dualseelen unter anderem. Und ich bin auch therapeutisch unterwegs, habe mich auch spezialisiert auf Seelenpartner, Dualseelenprozesse und seit 2020 auch unterwegs. Genau, wir kennen uns eigentlich beide von unseren Ausbildungen und von Seminaren. Und ja, wir sind auch seelenverwandt, würde ich sagen. Und würde ich auch schon sagen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben gerade einen wunderschönen Spaziergang hinter uns und einen wundervollen Tag. Und haben ganz spontan überlegt, dass wir ein Video machen. Für euch. Für euch. und zwar zum Thema Spiritualität und Sexualität. Genau. Das sind eigentlich zwei extrem große Themen, die immer wieder in diesem Prozess auch auftauchen und bei Klienten auch große Blockaden, wo sich auch große Blockaden zeigen, würde ich sagen, oder? Also wo auch großes Heilungspotenzial hintersteht. Ja, also ich möchte sagen, auch bei uns, wir gehen ja genauso durch unserem Heilungspotenzial, Transformations- und Bewusstwerdungsprozess durch und auch die Themen, also ich kann jetzt wieder nur von mir reden, zeigen sich natürlich auch bei mir. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja gerade gesagt. Das sind auf jeden Fall Themen, die bei dem einen sind die stärker ausgeprägt, das Thema Spiritualität, bei dem anderen ist vielleicht eine größere Blockade, auch in der Sexualität, bei manchen beides. Also es ist auch immer, ich glaube, alle haben ähnliche Themen, aber die sind unterschiedlich gelagert, würde ich sagen, von der Gewichtung her. Aber gerade jetzt nochmal, um auf dieses spezielle Thema nochmal, oder auf diese Themen nochmal zurückzukommen, gerade im spirituellen Bereich ist es ja oft so, dass die Leute, die sehr, sehr spirituell sind, sich oft tatsächlich auch das Thema Sexualität verbieten, ne? Also so unterbewusst. Mhm. Und dass es da, gerade im Dualseelenprozess, ne, das spiegelt einem der Seelenpartner natürlich auch ganz schön, ist das wieder immer wieder was, was auftaucht auch, ne? Ja, also das ist so, wie wenn wir uns, ich sag mal, nach außen ist zwar der Wunsch da, also dass wir die Spiritualität und die Sexualität auch leben möchten, aber unterschwellig laufen da eben Programme, das sind Blockaden, Traumatisierungen, einfach verschiedenste, also große Blockaden, um das dann zu leben. Sag mal, um das wirklich zu leben. Genau, und um wirklich auch Spiritualität und auch Sexualität zu leben, genau. Und das Thema mit der Spiritualität hat auch sehr oft Thema aus früheren Leben auch, ne? Weil da viele von uns Seelen auch schon spirituell waren oder sind ja sowieso spirituell, aber da auch viel passiert ist, weswegen wir uns auch diese Spiritualität, vor der wir auch irgendwo Angst haben, uns auch irgendwie nicht erlauben. Und viele werden ja auch auf dem Prozess erst überhaupt in diese Spiritualität richtig reingeführt. Also manche sind schon spirituell oder sehr spirituell unterwegs. Und da muss ich jetzt von mir insbesondere sprechen. Bei mir war es so, dass ich es tatsächlich erstmal noch nicht war. Und durch den Prozess einfach das richtig nach oben gekommen ist. Und ich damit auch ein großes Thema hatte, weil ich auch gemerkt habe, dass ich damit eine große Verantwortung trage, den Leuten gegenüber, auch mir selber gegenüber. Und dass da wirklich auch ein großes
Erklärungsbedürfnis stand sozusagen bei dem Thema Spiritualität. Ja, also ich, wie gesagt, bei mir hat sich das auch in der Form gezeigt, wie ich es eigentlich nicht erwartet hatte, weil wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, ich habe 3 Beziehungen, also Partnerschaften gelebt, ich habe 4 Kinder und ich meinte, dass meine Sexualität, ich bin auch ein sinnlicher Mensch, dass das im Fluss ist. Und durch die Begegnungen mit meinem Herzmensch kam ich erstmal mit dieser dicken, fetten Blockade und Angst in Berührung, dass da in mir eine mega, mega Verletzung ist, die sich natürlich auch immer wieder gezeigt hat in dem, sag ich mal, Spiel im Außen von Nähe und Distanz. Also ich möchte hin, ich möchte ihn berühren, ich möchte Zärtlichkeiten. Aber da war irgendwas, das war wie eine unsichtbare Glaswand. So hat sich das anfühlt. Das fühlt sich auch immer so an. So wie eine Glaswand. Ich kann ihn nicht berühren und ich kann aber auch, wenn ich die Wegbewegung mache, also es ist egal, ob ich hingehe, komme ich jetzt mit dem Thema in Berührung oder ob ich weggehe. Also ich merke, da ist was blockiert, da ist was in ja, was ist es? Es ist ja eine Blockade, wie du schon sagst, die halt eben auch wieder auflösbar klar ist durch Arbeit, aber es ist blockiert, ja, man kann es nicht anders sagen. Und vor allem, das ist ja den Seelenpartnerprozess so genial, dass das ja so exakt gespiegelt wird. Ja? Gerade wenn man denkt, man hat kein Problem mit den Dingen. Und es findet auch kein Sex und statt. Es findet kein Sex statt, obwohl ich vermeintlich das möchte. Genau. Ich möchte mit ihm Zärtlichkeit, ich möchte berühren und es findet nichts statt. Also ich komme da nicht ran. Genau. Und das ist ja bei diesen Prozessen so spannend, da gibt es ja diese Unterschiedlichkeiten. Bei den einen findet total viel Sex statt, aber dafür sind dann andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Sex in Verbindung mit Liebe oder Sex und Nähe, da finden ganz andere Themen. Also da funktioniert da zwar die Sexualität, aber da gibt es dann wieder Blockaden in anderen Themen. Und die Sexualität ist auch nicht rein im Sinne von, da sind halt noch Themen, die... Die kommen aber auch oft durch den Sex dann hoch. Die kommen, ne? Durch den Sex hoch, genau. Und kommen dann aber auch so in die Heilung. Und die kommen so in die Heilung, genau. Und es heilt auch das Sex-Thema tatsächlich während des Prozesses. Es heilt auch das Sex-Thema, also es Sexualität. Heilt, genau. Genau. Und ja, da gibt es natürlich dann auch ganz unterschiedliche, also nur mal so... jetzt einfach mal so gesprochene, gibt es halt eben auch bei den Dualseelen, sowohl auch bei diesen sogenannten Loslassern, gibt es halt auch viele, die schon sehr, sehr viel Sex auch gelebt haben mit anderen Männern, aber halt mit ihrem Dual das nicht leben können, aufgrund dieser Blockaden, von denen wir gerade sprechen. Oder es gibt die Frauen, die vielleicht sonst gar nicht so das Sexthema wirklich gelebt haben und dann mit dem Dual dieses Sexthema haben und leben. Also wie ihr seht, ist da gibt es halt wirklich, die Varianten sind da, das Leben ist da variantenreich und der Weg ist auch variantenreich. Mhm. Aber wie gesagt, und da ist halt eben auch immer nochmal, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, gerade für euch da draußen, dass ihr immer gucken müsst, was hat das mit euch zu tun? Was spiegelt euch euer Gegenüber? Und wenn es nicht euer Gegenüber ist, dann wird sich bestimmt auch jemand anders zur Verfügung stellen. Wer auch immer. Wer auch immer das auch spiegelt. Aber ihr werdet dieses Thema auf jeden Fall auch in die Heilung bringen dürfen. Dürfen. Genau. Ja. Müssen ist das falsche Wort, weil müssen muss keiner was. Ja, aber wie gesagt, auch ein großes, großes Thema. Und weil viele ja auch sagen, ne, es ist ein spiritueller Weg, es geht nur um Spiritualität. Nein, geht es nicht, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Es geht um alle Themen, es geht um Geld, um Macht, um Liebe, um Sex. Also wirklich wie Berufung, in einer echten Soap-Opera. Familie, genau. Familie. Alles. Also, aber heute wollen wir jetzt nochmal ganz spezifisch auf das Thema Spiritualität und Sexualität eingehen. Genau. Also dass das ein Thema ist, wo
wo wir alle in unserem Prozess mit in Berührung kommen. Die einen eben vielleicht ein bisschen mehr, die anderen weniger. Wir haben die gleichen Themen, sie sind verschieden ausgeprägt. Mhm. Und eben, dass ihr einfach den Mut habt, in den Spiegel reinzuschauen, zu schauen, was macht das mit euch. Genau. Reinfühlen, genau. Immer reinfühlen. Was macht das mit euch? Wie fühle ich mich dabei? Auch zu fühlen, fühle ich mich da gut mit bei, auch bei dem Sex mit dem Dual. Auch mal vielleicht zu hinterfragen, fühle ich mich gut damit, wenn ich mit meinem Dual schlafe. Ne? Also es ja, kann auch sein, dass bei manchen da gar nicht so unbedingt was hochkommt, dass es sich gut anfühlt. Ne? Also es kann das auch das Dual dir spiegeln, dass es sich vielleicht gar nicht gut anfühlt oder noch nicht gut anfühlt. Ja, ne? Wenn es geheilt ist, ist es geklärt. Genau. Und dann, dann ist da nichts mehr. Genau, da ist da nichts mehr. Da ist da nichts mehr. Also nochmal wichtig, was wir euch heute nochmal in euer Herz reinlegen möchten. Also Spiritualität und Sexualität gehören zusammen, ja. Ihr dürft das, wir dürfen das leben, ihr weil wir das, sind genau. Hier auf der Erde. Ja. Wir wollen das hier in dem Körper erfahren, als ewige große Lichtwesen oder als ewiges Wesen. Dass ihr auch da nochmal fühlt, ob da vielleicht auch Glaubenssätze, Glaubensmuster sind, wo ihr euch das vielleicht verbietet. Und das kann auch ein Zölibat, ein altes, dahinter stehen. Ein Eid, ein Schwur. Ein Schwur aus früheren Leben, wo man sich das verboten hat. Oder wenn man vielleicht als Mönch oder was auch immer, als Nonne gelebt hat und gar keinen Sex in seinem Leben hatte. Und dass das einfach auch aufgedeckt werden kann, also auch durch die Arbeit mit uns zum Beispiel oder mit jedem anderen, dass man gucken kann, was steckt da was dahinter. Steckt dahinter? Genau. Ist das, kommt da noch was von früher oder Glaubenssätze oder karmische Verstrickungen oder? Genau. Oder sind es Blockaden oder sind es Traumatisierungen? Genau. Verletzungen, also sehr oft ist ja auch unsere Weiblichkeit durchs Männliche verletzt worden. Auf jeden Fall. In der Sexualität, also das sind auch viele Missbrauchsthemen auch, ne? Genau, Missbrauch, ja auch all das, ne? Also wirklich auch all das. Auch von Mutter übernommene Frauenbild oder ein Männerbild, wo übernommen wird. Wie hat eine Frau zu sein? Wie hat ein Mann zu sein? Wie hat eine Familie zu sein? Wie auch ein Sexualbild, also wie Sexualität auszusehen hat. Genau, wie hat Sexualität zu sein? Was ist Sexualität? Ne? Sexualität immer das Klassische, was man sich drunter vorstellt. Ne? Ist da nicht noch viel mehr hinter Sexualität auch, ne? Also dieses Fertig, ja, ich glaube, ne? Wenn es geklärt ist und wenn wir wenn wir das verbunden haben, also da geht es ja auch, dass wir das aus unseren Herzen leben, diese Sexualität, also die findet ja nicht nur körperlich statt, sondern das ist ja auch ein Bewusstwerdung, Achtsamkeitsprozess auch übrigens, genau. Ne? Finde ich auch. Ne? Dass Sexualität hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Ja, und was haben wir gerade zusammen verbunden mit der Sexualität? Ja, das ist die Spiritualität, das ist die Herzensebene, das ist die seelische Ebene. Also wie in der ganzheitlichen Therapie natürlich auch der Körper, Geist und Seele. Also wenn die in der Einheit sind, dann fließt es. Dann fließt es. Und das ist ja auch ein also was Wundervolles. Wundervoll, auf jeden Fall. Ja, das ist ja eigentlich das, was man wirklich sich wünscht, auch zu leben. Ne? Und was das Leben auch ausmacht. Nicht nur, aber logischerweise, was auch dazugehört. Und ja, ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenige Menschen auf dieser Welt das wirklich auch schon so leben. Wirklich mit dieser, in dieser Form, wie wir das jetzt gerade beschreiben. Ja, und auch in keiner Abhängigkeit, sondern Freiheit. Also Freiheit heißt nicht, dass ich viele Männer und Partner habe. Frei sein heißt, dass wir mit uns frei sind und selbstbestimmend unser Leben leben. Genau. Und auch achtsam gehen, mit wem wir, da sind auch Sexualpartner dabei, mit wem wir Sexualität leben vielleicht auch. Ja. Das, ne?
Weil mit jedem Partner, wo wir auch in die Sexualität gehen, ist natürlich auch ein energetischer Austausch. Absolut. Oh, ich glaube, da könnte man mal noch ein Video machen. Mit der Ex-Partner. Genau, ja. Also vor allem im Seelenpartnerprozess. Die hängen auch noch lange in der Aura fest. Genau, das ist dieses auch noch Klären, diese Energie von ja. Sexpartnern, das ist auch noch ein wichtiges Thema im Prozess. Genau, da können wir tatsächlich noch mal ein Video machen. Mhm. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir aber ganz eigentlich gesagt, was wir sagen wollen. Ja. Ne? Was wir noch kurz anmerken wollen, wir wollen demnächst Seminare zusammen anbieten und wir werden euch auch sehr zeitig darüber informieren. Wann die Zeitpunkte sind. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch natürlich dafür anmelden, würden uns total freuen. Es wird an unterschiedlichen Orten stattfinden, unter anderem natürlich in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Und ja, und dazu gibt es aber in den nächsten Tagen mehr. Jetzt verabschieden wir euch erstmal in den hier auf jeden Fall wunderschönen Tag. Genau. Wir genießen Wetter. Jetzt genießen noch. Wir essen jetzt was Schönes. Wir gehen noch ein bisschen spazieren. Ja, genau. Und sein. Wir sind einfach. Und ja, wir transformieren. Und transformieren. Genau. Und leben. Und lieben. Und lachen. Und haben Freude. Und haben Freude. Und haben Leichtigkeit. Und haben Leichtigkeit. Tschüss, tschüss, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten.